Aufnahme läuft wieder, Aufnahme läuft auch, das war... Ende der Schwerelosigkeit. Ich bin voll verkackt, ey. Das war ein Mist. Nicht weg, bevor noch mal eine Arme rauskommt. Ich frag mich, warum Isaac hier so hart stammt. Ich meine, er ist ja eigentlich nur... weiches Gewebe eigentlich, müsste das eigentlich nur sein. So, jetzt erstmal speichern, ha? Oh, kurz was trinken. Ja, schon ein Pappen eben bekommen. Mist. Ja. Nein, da kann man, glaube ich, kann ich jetzt, glaube ich, wieder verschwinden jetzt endlich. Muss ich was mitnehmen? Nein. Nein, nicht nach oben. Ah, fuck it. Drüben sah es echt schön aus. Hier ist alles verdorrt. Oh Mann, ey, das sieht so scheiße aus. Sieht einfach so traurig hier aus. Bedenkt, dass das später auch wahrscheinlich bei anderen Hydrokulturen so passiert. Not today. Maybe tomorrow. But I don't think so. Fakt ist, wenn Isaac stirbt, sterben alle an 100% auch. Also braucht jeder Isaac, damit jeder lebt. Hurray. Zumindest in diesem Teil von Dead Space. So, dann machen wir mal die volle Trefferpunktanzahl. Ja. Endlich ein bisschen sicherer Leben, ey. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Okay. Das war wohl Nicole. Isaac glaubt ja, dass Nicole immer noch lebt. Ich glaube, er hat bis jetzt auch noch gar keine Anzeichen dafür, dass sie tot ist. Kann ich das verkaufen? Nochmal kurz das ganze Money abchecken. Ja, das habt ihr erstmal reich. Ich hätte nur um dieses Viech in den Arsch getreten. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Das ist natürlich super. Und das wäre so widerlich. Das sieht richtig widerlich aus. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt. Total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. What the fuck, das ist... Hier ist schon durchgebrochen. Boah. Das ist echt nur widerlich. Okay, wird er nicht verletzt, dann... Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Jawohl. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ja, nicht mehr wie der Depp, der das machen darf, ne? Eintritt Schwerelosigkeit. Ah.
Ah, danke auch. Das ist hier nicht einfach nur. Boah. Scheiß Viech. Halt deine Arme bei dir. Lassen die mich, wo ich gehen will. Fuck it. Voll verzogen eben. Ich hab keine Ahnung. Komm schon. Komm schon. Voll. Na, das hat doch nicht verdient. Hier für dich, Kupferkarte. Ach Scheiße. Oh, hast du gefehlt? Jawohl. Ich stelle mich gerade echt blöd an. Ich bin nicht schon hier, Kiefer. Hier, kommst du zurück. Das ist nicht. Ich verkacke hier die ganze Zeit. Ja, hab ich dich. Junge, bist du hässlich. Isaac, du hast es geschafft.
Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Wir? Mit dir meinst du, ich soll das machen? Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Mit wir meint sie, ich soll es machen. Ende der Schwerelosigkeit. Jetzt muss ich lieber einen Track aufstocken. Oder auch nicht, ich bin auch genug hier. Impulsgewehr nehmen wir nie. Wieso darf ich eigentlich die Drecksarbeit machen? Bitte sag mir, ich krieg bald den nächsten Anzug. Bitte. Unser Objekt. Vielleicht noch kein neuer Anzug. Okay. Speichere ich noch mal ab. Und dann geht's weiter. Dann saß zuletzt hier, keine Blutspur, heißt also, er ist weggelaufen. Ja, dass man da nicht reingucken kann. Man kann schon so reingucken, aber wenn es nur diesen schwarzen Lederüberzug, den er anzieht, den er hier hat, das Gesicht, da kann ich den Schutz oder so, keine Ahnung. Egal, ja, verschwindet mir von mir. Haben wir hier noch was zurücklassen, was ich mitnehmen kann? Außer, dass die ganzen Leichen hier verschwunden sind. Nein? Okay. Die ganzen Leichen sind wohl auch neue Necromorphs geworden. Gar nicht. Ich habe schon diese Blutspuren, die waren nicht noch nicht da. Sparen wir mit dem Monorail-System zurückkehren. Gefahr für die Umwelt abgeschlossen. Porsche schmeicheln aber natürlich. Ins Leere. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Welcome to the mining lag. Sieht eigentlich irgendwie cool aus, das Zeichen. Und hier. Plasma Muni. Ah, hier noch ein Knotenpunkt. Perfekt. Die Waffen noch ein bisschen upgraden. Fällt mir nicht. Ich auch noch mit. Ich wusste, dass hier ist was vor in der ganzen Sache. Bin ganz glücklich. Hier springt doch gleich irgendwo aus dem Lüftungsschacht raus oder so.
Egal. Ich werde mir jetzt mal ein paar Knotenpunkte kaufen. Ich spiele es mal so frei. Kaufen so 2 oder 3. Ich kaufe mal nur 2 Knotenpunkte. Denn ich möchte hier noch ein bisschen Credit sparen für den Anzug. So, dann muss ich mal ein bisschen die Plasma-Karte noch ein bisschen auf. Ich würde gerne schon ein bisschen Tempo und Schaden haben. So, so, so. Ist das annehmbar? Ja, müsste annehmbar sein. Aber weil das Ganze so gut ist. Ja, müsste so passen. Nachlade ist erhöht, Schusstempo ist auch erhöht, passt. Ich mache den Plasma-Cutter einfach mal deswegen, weil es halt die Grundbewaffnung ist. Aber ich sage jetzt auch an dieser Stelle erstmal, ich höre jetzt mal kurz auf, auch wenn es eine kürzere Folge ist als sonst. Dafür kam ja am Montag eine Doppelfolge raus. Ja. Deswegen sage ich ab hier mal Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal bei Dead Space. Dann gehen wir auch in das Loch runter. Vielleicht, nein, wir gehen später raus. Später, nächste Woche. Ciao.